Hier verdoppelt meine Geschwindigkeit. Gut, werden wir tun. Relikte erwecken ganz verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel Sprintschuhe verdoppeln euer Lauftempo, wahrer Held schützt andere im Kampf. Dragonerstiefel ändern den Befehl Kampf in Sprung. Mit dem Federhandschuh könnt ihr ein Schwert beidhändig führen. Vergebe deine Relikte über das Hauptmenü. Ja, bin ich bei Edgar so ein bisschen am Überlegen. Aber die Dragonerstiefel gibt es ja noch gar nicht. Wir brauchen einmal Sprintschuhe. Was macht Schutzbrille? Schütz gegen Blind. Sternkette, Schütz gegen Gift. Juwelenring, Schütz gegen Stein. Wahrer Held, Schütz ein Gruppenmitglied mit wenig HP. Wir sollten nicht zu viele Relikte kaufen. Weil, wenn wir nämlich zu viele Relikte haben... Sprintschuhe. Ich bin eher dafür, dass er nochmal Sprintschuhe kriegt und wahrer Held. Sie kriegt jetzt erstmal noch nichts. Haben noch nichts Neues an Ausrüstung. Gut. Wir werden uns sowieso erstmal hier umkommen, gucken, bevor wir mit den Leuten im Café sprechen. Ist eigentlich kein Café, das ist eigentlich ein Pub, aber aus jugendschutztechnischen Gründen hat man das damals gemacht, dass man das Café genannt hat. Jeder weiß aber genau, dass es ein Pub ist. So, und wir gehen einfach mal hier so in die Häuser rein. Ich weiß ja, wo auch die Geheimgänge sind. Hier ist nichts. Hier ist ein Tonikum. Hier haben wir eine Rüstung, da ist aber auch nichts. Mein Großvater diente dem reichsten Bürger der Stadt. Ich mag keine Fremden. Eine Flasche Schnaps und vielleicht rede ich. Ja, das ist auch so eine Sache. Müssen wir später mal gucken. Eine Flasche Schnaps kriegen wir später noch. Erstmal können wir uns hier überall umgucken. Das wird bald nicht mehr möglich sein. Beim zweiten Besuch. Hier können wir auch noch nicht lang. Oh, ich hasse dieses Geruckel. Danken, mein Mann ist ein weltberühmter Kampfsportmeister. Mit seinen Schülern meditiert und trainiert er auf Kolz. Berg Kolz. Stimmt, Mount Kolz. Ich glaube, die Schlafsäcke würde ich jetzt erstmal noch nicht verwenden. Ich würde erstmal Terras Talent verwenden, um einfach mal so ein bisschen zu heilen. Wir können ja später sowieso ins Innen gehen, aber falls hier jetzt irgendwo noch ein versteckter Kampf ist. Das ist nämlich öfter mal so. Es gibt es auch in Städte, dass da mal jemand ist, der uns nicht freundlich gesonnen ist. Und da muss man dann auch mal ein bisschen kämpfen. So. Oh, jetzt hör auf hier zu ruckeln. Ich muss echt mal gucken, woran das liegen könnte. Weil ich spiele das Spiel sehr gerne. Und deswegen wollen wir die Serie natürlich auch im Laufen halten. So, Arsenal. Hier haben wir unsere Rüstung. Wir gucken aber erstmal weiter. Wir gehen erstmal hier hin. Kaufen. Kein Degen. Mithril Säbel. Mithril Blatt. Adelsdolch. Ach Gott. Zwei. Mithril-Säbel. So. Weil dann können wir nämlich das erste Zeug mal anlegen. Ich spiele das übrigens mit einem Xbox-Controller. Nur für die Leute, die vielleicht da sich wundern. So. Ausrüsten. Schweres Schild. Verkaufen. Riemenschild.
Ofen. Okay. Wir gucken mal. Ein Haarband für sie oder ein Federhut für alle? Ja, gute Frage. Eine Wollweste. Weil wir sollten tatsächlich mal so ein bisschen gucken, dass wir die alle so ein bisschen ausrüsten hier. Aber wir brauchen uns jetzt erstmal keine Panik machen. Wir gucken uns sowieso erstmal noch um hier. Weil wir können nämlich hier auch einmal um das Haus rum und können uns da drin mal umgucken. Achso, nee. Das können wir nur von der anderen Seite. Wir rennen mal schnell rum. Das erspart uns auch so ein bisschen das Ruckeln. Ups. Da lang. So, was sagt sie? Ist wirklich der Krieg ausgebrochen? Oh je. Genau. Einfach mal reingehen, einfach mal gucken. Greift von Osten an. So. Hey, was glaubt ihr, was ihr da tut? Sich hier einzuschleichen, während ich einen Brief schreibe. Oh, Entschuldigung, auch ein Millionär erschreckt. Durch diesen Raum geht immer ein kalter Luftzug. Woher kommt er bloß? Ja, wir werden es gleich wissen. Wir sind jetzt hier nämlich im Keller gelandet. Im Keller des Millionärs. Dann gucken wir uns als allererstes mal um. Hier werden wir später noch zu tun haben. Und hier gibt es einige wertvolle Schätze. Werdet es gleich sehen. Hier ist nichts. 500 Goldstücke. 1000 Goldstücke. Die Uhr ist stehen. Achso, die tickt. Es gibt später hier auch noch eine Uhr, die stehen geblieben ist. 1500 Goldstücke. Leer. Okay. Eine Uhr, sie steht still. Ja. Da gucken wir aber später nach. So, jetzt könnten wir nämlich mal die restlichen Rüstungen kaufen. Also das restliche Zeug zum Ausrüsten. Wir können aber auch hier erstmal gucken. Hier ist aber nichts. Kling, klang, Magitech-Rüstung. Mein Papa ist sehr wichtig. Vor kurzem hat er mit General Leo zum Mittag gegessen. Oh, das habe ich nur erfunden. So, okay. Dann gehen wir mal runter. Königsfeder erhalten. Und hier ist noch ein Geheimgang. Das ist ja echt nicht zu glauben. Elixier erhalten. Also ihr solltet auch immer mal gucken, ob ihr hinter Häusern lang könnt und dann eventuell da rein könnt. Das bringt euch manchmal so ein paar Items ein. Und das nicht gerade wertlose. So, ich glaube, hier waren die Geschäfte. Da waren sie. Zack. Kaufen. Haarband, Federhut. Wollweste, Hammer, Kung-Fu-Anzug, Hammer.
Federhut speichern. Wir können ja nochmal nach Relikten gucken. Hier irgendwo muss auch ein Itemgeschäft sein. Schutzbrille, Juwelenring. Das sollte reichen. So, 80 GS pro Nacht, natürlich. 80 Goldstücke pro Nacht, da sagt man nicht nein. Das ist noch nicht so teuer. Später kostet das bis zu 500, glaube ich. In manchen Städten. Das Imperium griff Burg Figaro an. Jetzt müssen wir alle, werden wir alle kämpfen müssen. Das ist auch ein geiles Lied. Vargas nahm seinen Vater Duncan übel, dass er ihn streng nach den Gesetzen des Kampfes erzogen hat. Halt! Was will das Mädchen? Sind Kinder hier drin erlaubt? Wie ist es? Alles klar. Na, Hund reagiert nicht. Du könntest mir wenigstens antworten. Ey, geh weg, er kommt mir irgendwie bekannt vor, warte mal. Er ist niemandem verpflichtet und für Geld tut er alles. Er kommt und geht wie der Wind. Es ist Shadow, der Assassine. Das ist Shadow. Für den Groschen tötet er seine eigene Mutter. Dann lassen wir ihn wohl lieber. Geht weg, der Hund frisst euch sonst.